Na gut, dann verlassen wir mal etwas reumütig hier den Tempel. Reumütig, weil wir ja gerade einen alten Mann umgebracht haben. Warum auch immer der so eine Panik vor dem Hetman hatte. Also vielleicht wurde er ja von ihm gejagt oder dergleichen. Schade, schade. Aber na gut, machen wir uns auf den Weg. Machen wir uns auf den Weg nach das Potter oder haben wir hier noch was zu erledigen? Wir haben hier drei Händler. Hatten wir denen schon Besuch abgestattet? Ich guck nochmal ganz kurz. Ja, eine Krämerin haben wir hier. Noch eine Krämerin haben wir da. Und schon können wir nicht alles machen, was ich gerne machen würde. Hier hätten wir einen Waffenhändler. Das ist schon mal gut. Denn wir haben noch ein wenig Kleinkram zu verkaufen. Und zwar den Kuckrissdolch. Und das Schwert hatten wir schon überprüft, ob das magisch war. Machen wir sonst einfach kurz nochmal. So viel kostet der oberflächliche Hellsichtsspruch ja nicht. Also der Odem Arcanum. Der Analyse ist das teure. So, Schwert, nicht magisch, das reicht mir schon. Ab zu Gwendolyn und verkaufen. Du. Oh, der ist 5 Dukaten wert. Auch nicht schlecht. Und du. Da versuchen wir einfach Nummer 20. Ruhig bei Gwendolyn und gleich geschafft. Noch irgendwas kaufen. Hast du vielleicht einen Zweihänder? Nein, ein Kurzschwert. Schwert. Bastard. Ah, doch da. Ein richtiger Zweihänder. Er ist zwar momentan eigentlich ganz glücklich mit den Werten. 11,6. Aber ich will trotzdem mal gucken, wie das mit einem Zweihänder wäre. Wenn die Werte mich nicht überzeugen, können wir es ja immer noch wieder zurückverkaufen. Da freut sich der Händler, wenn wir das kaufen und gleich zum halben Preis wieder verkaufen. Sonst noch was? Winterkleidung haben wir. Plattenzeug. Tragen wir momentan Plattenzeug oder Kettenzeug? Plattenzeug. Und ja, Schuppenpanzer ist immer noch nicht drin, würde ich sagen. Also soll das erstmal reichen. Nochmal wieder 20%. Gwendolyn legt noch was drauf. Bei 20%? Na gut, 10. Dreister Kerl. Wandrad-Parfi-Fahrer. So, wo ist der Zweihänder? Da ist der Zweihänder. Wie viel wiegt der? 1563 sind wir jetzt. Wow, der wiegt 160 Unzen. Das ist schon mal ein Argument dagegen. Wie viel wiegt das Schild? Also immer noch 1563. Das kann er schon mal gar nicht mehr tragen. Das Schild scheint mehr zu wiegen als der Zweihänder. Das ist ja auch kurios. Das ist sogar das goldene Schild. Oh, das wollten wir noch überprüfen. Talana da. Also was es genau macht. So, dann gucken wir uns mal die Werte an. Also mit dem Kurzschwert ist es 11,7. Mit dem Bastardschwert ist es 8,3. Und mit dem Zweihänder ist es ebenfalls 8,3. Also ist das Bastardschwert genauso gut. Mit bloßen Waffen ist er besser. Mit bloßen Fäusten. Ah, sehr kurios. 8,3. 8,3. Ich habe mir von mehreren Leuten sagen lassen, dass der Zweihänder besser wäre als das Bastardschwert. Dem ist wohl leider nicht so. Schade. Dann gehen wir mal gleich wieder rein und verkaufen den Zweihänder. Gerugon, Zweihänder. So. Das Bastardschwert behalten wir dann, falls wir mal eine magische Waffe brauchen. Und jetzt gucken wir uns das Schild mal genauer an, bevor Gerugon das zurückbekommt. Da hätten wir jetzt gerne ein Analyse-Arkanstruktur. Auf den goldenen Schild. Kann nichts Besonderes erkennen. Okay. Also das einzig Besondere, dass es magisch ist, was bei Schildern und Rüstungen, soweit ich weiß, nicht wirklich viel bringt, denn die zerbrechen eh nicht. Aber es kann halt von Magiern getragen werden.
Wenn unsere Magierin nicht gerade ihr Schild abgeben muss, wir könnten einfach ein neues kaufen. Ja, denn Talana hat so schon genug Magieresistenz. Man kann sie den Ring ruhig abnehmen. Dann bekommst du das Schild wieder. So. Und wir hätten dann doch noch gerne etwas. Und zwar, hast du vielleicht ein leichteres Schild? Ist nur die Frage, was da der Unterschied ist. Ich kaufe mal einfach, wir haben ja das Geld, ich kaufe mal einfach so ein kleines Schild und probiere da ein bisschen rum. Da feilschen wir auch gar nicht, das nehmen wir so. Also, er hat jetzt Attacke Parade 11,7. Mit Tyrex Schild hat er 11,6. Dafür hat er wahrscheinlich mehr Rüstungswert. Ups. Ne, Grundwerte. Rüstungsschutz 11. Rüstungsschutz 9. Also das Metallschild gibt 2 Rüstungsschutz. Verschlechtert dafür die Parade um 1. War doch 1, oder? Sollte echt besser aufpassen. Also 11,7 hat er jetzt. 11,6 hat er jetzt. Also bei allem geht es runter. Das kann aber auch wegen der Belastung sein. Müssen wir nochmal gucken. Jetzt hat er Belastung 5. Ohne Schild hat er auch 5. Also liegt es nicht mit der Belastung zusammen. Das Schild selbst senkt alle Werte. Gut. Oder besser gesagt, nicht gut. Wie schaut es mit dem Schild aus? Erhöht die Rüstung leider nur um 1. Ja. Senkt aber... Nee. Der senkt die Werte nicht. Das wäre schon mal ein Argument dafür. Dadurch ist Gerobon ein etwas offensiverer Kämpfer, damit er auch ein paar Mal trifft. Obwohl, nee. Er ist dadurch sogar ein defensiverer Kämpfer. Also er kann öfters parieren. Aber wenn der Schlag durchkommt, also er nicht parieren kann, kriegt er mehr Schaden als sonst, weil er halt weniger Rüstungsklasse hat. Das nächste Argument für das Schild wäre wahrscheinlich das Gewicht. Er ist jetzt bei 1343. Oh. Oder auch nicht. Das Holzschild wiegt auch 140. Nee, komm, wegen den paar Punkten. Dann machen wir die halt zu wandelnden Sardinendosen. Dann werden sie zwar fast nie parieren, aber wenn dann der Schaden durchkommt, was fast immer sein wird, kriegen sie wenigstens keinen Schaden. So, du kriegst dein Eisenschild wieder. Das Holzschild kommt weg. Und dafür kaufen wir ein Eisenschild. Der freut sich bestimmt auch, der Händler hier. Also ja, zum einen macht er gerade ein bisschen Umsatz, das ist schon mal okay. Aber das wird immer wieder ankommen, wir hätten da noch was. Das geht ihm bestimmt auch auf den Geist. Na gut, Eisenschild für Gerogon. So, hätten wir das also auch geklärt. Die Schilde wiegen zwar viel und senken die Parade. Dafür kriegen sie aber 2 Rüstungsschutz und das soll uns reichen. Theoretisch könnte man ja auch einen Krieger nehmen, der gar keine Kette und Platte trägt, sondern einfach nur Leder. Dann halt sehr hohe Paradewerte hat. Aber ich denke mal nicht, dass sich das rentieren würde. Sowas ähnliches sind ja Myrrim und Yallin, auch wenn sie fast nie in Nahkampf gehen. Außer ich stelle den Computergegner an. Aber ja. So, was haben wir noch? Pfeile haben wir. Zaubertränke. Das ist ein Knackpunkt, warum wir doch nicht direkt nach Transporter gehen können. Sondern einmal nach Warnheim, um da die Kräuterhändlerin aufzusuchen. Denn wir brauchen jede Menge Wirselkraut, so locker 20, 30 Stück. Und dann vielleicht noch ein paar Gulmondblätter, um mal die Stärke zu erhöhen. Die habe ich bisher noch fast gar nicht benutzt. Aber wenn wir jetzt wirklich das Poter weiter ausplündern wollen, brauchen wir die Stärke. Dann brauchen wir die auf jeden Fall. So, na gut. Das Poter. Und wir müssen hier eh noch... Oh. Am Wegesrand erkennt ihr einige umgestürzte, moosbewachsene Baumstämme. Es scheint ein idealer Rastplatz zu sein. Wollt ihr den Tagesmarsch bereits hier beenden? Nö. Noch was. Ein kleiner Kutter segelt in eure Richtung die Küste entlang. An Bord könnt ihr 2 Leute erkennen. Winken wir denen mal zu? Es wird kräftig zurückgewunken, während der Kutter seinen Kurs ändert, um auf euch zuzusteuern. Kräftig zurückgewunken. Also entweder sind es jetzt Piraten, die sich freuen, dass sie Beute haben. Und uns dann unbedingt daran hindern wollen, wegzugehen. Oder es sind einfach nur freundliche Menschen. Na komm, wenn es Piraten sind, dann mischen wir die halt auf. Also warten wir.
Das Schiff legt direkt vor euch am Strand an. Eine Torwallerin springt von Bord und kommt auf euch zu. Effort zum Gruß, Reisende. Können wir vielleicht euch ein Stück mitnehmen? Gerne, wenn ihr in unsere Richtung wollt. Wir wollen nach Warnheim. Wir sind nach Liljastal unterwegs. Wenn ihr wollt, können wir euch noch in Otterche absetzen. Nein, da kommen wir gerade her aus der Ecke. Also sie wollen nach Liljastal. Und sie können uns in Otterche absetzen. Achso, ja, dann können wir zwischen den beiden auswählen. Nee, das hilft uns nicht weiter, aber danke fürs Angebot. Schade, wir hätten euch gern geholfen. Aber das wohl, gute Reise. Nachdem ihr den Gruß erwidert habt, kehrt sie zum Schiff zurück und springt mit einem mächtigen Satz an Bord. Bald hat der Kutter wieder Fahrt aufgenommen und verschwindet am Horizont. Na gut, das hat uns jetzt nicht direkt geholfen, aber ist schon mal sehr praktisch. Das könnte was damit zu tun haben, dass wir so viel gespendet haben beim Svafnir-Tempel. Und bei allen Tempeln allgemein. Aber gut, dann halt zu Fuß. Wir hätten gerne Gwendolyn, Tirik und Gerugon als Wache. Mirum wieder in der ersten Reihe. So. Jalen auf Kräutersuche. 4 Stunden. Keine Kräuter. Hat sie überhaupt Platz? Ja, hat sie. So. Wie schaut's mit Essen aus? 2 Rationen. Keine Ration, weil sie letztens 20 weggeschmissen hat. Sie hat auch keine Ration. Na komm, wir gehen einmal jagen. Findet Wasser, kann keine Tiere entdecken. Ah, das ist schade. Oh, Orks. Orks. Du, dein. Dem da in die Seite schießen. Also dürfen wir jetzt gegen Orks kämpfen, um uns dann durch ein Piratennest durchzuschlagen, um dann irgendwann in einer Stadt uns ausrüsten zu können. Na gut. Du fängst den da ab. Du stellst dich nicht in den Weg von den Bogenschützen, sondern dahin. Ah, ist nicht gut. Du würdest gerne Talanen da wegschubsen. Kannst du aber nicht. Oder gibt es hier schon die Option aufwecken? Nee. Also ich könnte sie knuffen, aber das könnte ihr wehtun. Außerdem haben wir dafür nicht genug Bewegungspunkte. Dann geh doch mal bitte einen Schritt weiter in die Richtung. So, Gerugon steht jetzt doch im Weg. Jedenfalls bei dem einen Ork. Geh mal dahin und schieß dem in die Seite. Jetzt bitte, Talana, steh langsam auf. Na gut, Tirik, kümmere dich um den. Du schießt wieder. Das war Ork Nummer 1. Du läufst mal ein wenig zurück. Okay. Und jetzt gehst du da aus dem Weg. Du hast nicht genug Bewegungspunkte. Oh, dafür ist Talana endlich wach. Lauf. Genau. Du fängst den ab und schon ist alles in Butter. Wow. Ja, diese Durchschnitts-Orks halten nicht sehr viel aus. Aber es gibt halt Orks und Orks. Da muss man schon differenzieren. Du stellst mal dahin, aber du kannst nicht über das Lagerfeuer schießen, richtig? Richtig. Könnten ja die Pfeile in Band geraten oder so. Okay, dahin in die Seite hauen. Du stellst dich einfach da einen Weg. Stellst dich immer noch da einen Weg. Na komm schon, gib mir Jallen. Ich will dem Ork in die Seite schießen. Wie sich das gehört. Na, also, du gehst dahin und schießt da drauf. Zack, wir haben Silberschmuck, Dolche, ein Rapier. Ich glaube, wir hatten irgendjemand mal ein Rapier weggenommen. Den looten wir einfach mal. So. Außerdem 3 Dukaten und 6 Abenteuerpunkte. Nicht die Welt, aber kann man mitnehmen. Vor euch liegt eine verlassene Herberge, der ideale Ort, um hier zu rasten. Na komm, schauen wir mal vorbei. Wir haben es zwar noch recht früh, aber dann können wir mal richtig lange Kräuter suchen gehen. Jallen, 9 Stunden. Ein eitriger Krötenschemel. Das ist nicht besonders viel. Aber na gut, dann gehen wir auch nochmal jagen. Immer noch keine Tiere. Ah, dann sollten wir mal zu Gwendolyn gucken, genau. Das füllt sich nämlich schon langsam hier.
Das heißt, du isst jetzt einfach mal eine Ration. Und du isst auch eine Ration. Der Rest müsste jeweils ein Proviant haben und wird automatisch das Essen, sobald der Balken voll genug ist. So, Wachen hatten wir eigentlich schon aufgestellt, oder? Sicher ist sicher. Schalafen. Oh. Instinktiv fahrt ihr hoch, weil ihr euch in Gefahr glaubt. In der Tat, Gerugon ist eingeschlafen und ihr seid umgeben von scheußlichen Zombies in allen Stadien des Zerfalls. Euch bleibt gerade noch Zeit, die Waffe zu greifen und aufzuspringen. Oh, spannend, spannend. Da mache ich doch mal einen Cut. Bis gleich.